Grasheim im Donaumoos. Hier wohnt zusammen mit seiner Mutter der faszinierendste Junggeselle in ganz Bayern. Man kennt ihn als den Bulldog-Kini vom Donaumoos. Und der Name kommt nicht von ungefähr. Dora Streitbergers Sohn ist einer der größten Traktorliebhaber in ganz Bayern. Seine erste große Liebe war natürlich ein Schlepper, ein Lanz. Und den liebt er auch heute noch. Auf dem Bullock haben ich und mein Bruder das Fahren gelernt. Mit 9 Jahren haben wir mit dem Bullock schon gefahren, der wird nie verkauft. Und mit dem Bullock ist eigentlich die Leidenschaft losgegangen. Lanz-Bullock und Oldtimer. Da waren wir 10 Jahre, das war 1970. Und mit 18 Jahren, da haben wir dann das erste Geld gehabt. Da habe ich dann die Sammlung schon langsam angefangen, das Bulldog-Sammeln. Mittlerweile füllt Ludwigs Leidenschaft mehrere Maschinenhallen. Dem Fabrikat Lanz Bulldog ist er die ganze Zeit über treu geblieben. Die einzelnen Oldtimer sind nicht nur schöne Raritäten, sondern richtige Schätze. Eine stabile Geldanlage, deren Wert ständig steigt. Besonders wichtig ist dem Bulldog Kini, dass seine Traktoren nicht nur Schaustücke sind. Allesamt sind sie voll einsatzfähig. Immer wieder checkt Ludwig deshalb, ob seine Lieblinge noch anspringen. Unglaublich, wie viel Aufwand es früher war, einen Traktor zu starten. Fast 10 Minuten die Glühnase aufheizen. Mit echtem Feuer. Und danach mit dem Lenkrad ankurbeln. Ganz schön anstrengend. Wenn der einzige Zylinder dann aber einmal den ganzen Bulldog zum Hüpfen gebracht hat, geht jedem Oldtimer-Fan das Herz auf. Bulldog-Sammler gibt es in Bayern ja einige. Aber der Kini repariert und restauriert auch noch alle Traktoren selbst. Seine eigenen, aber auch fremde. Ludwig kann heute sogar leben von diesem Hobby. Früher war das noch anders. Nach der Lehre waren wir über den Maschinenring, war ich Gaulenpflege, ich und mein Vater. Wir haben dann 25 Jahre Gaulenpflege gemacht und da sind wir auf die Hefe in 4 Landkreise hingekommen. Und da hat man halt dann den Bezug mehr zu den alten Bulldog gehabt. Da waren ich über die Bulldog rumgestanden und da habe ich dann die Bulldog erwerben können, kaufen können. Restaurieren heißt manchmal komplett neu konstruieren. Oft bleibt vom ursprünglichen Oldtimer nicht viel übrig. In 400 Stunden ist ein 50 Jahre alter Traktor wieder in fabrikneuem Zustand. Alwin ist stolz, dass er einem der größten Bulldog-Experten zur Hand gehen darf. Ja, ich wüsste nicht keinen besser, ehrlich. Und das ist auch, wir haben gut harmonieren zum Zusammenarbeiten. Ich kenne mich auch ein bisschen aus mit den Zeichen, aber ich verstehe die Sachen da, gibt es keinen besseren wie einen Ludwig. Ich weiß keinen. Hundertprozentig. Und da kann ich nur sagen. Mehr Lob geht eigentlich gar nicht mehr. Ich arbeite jetzt schon länger mit ihm zusammen. Aber es wird nichts geben, wo der Ludwig nicht beherrscht. Doch was ist mit modernen Schleppern? Beherrscht er die auch? Ja, seit ein paar Jahren hat der Kini auch neuere Modelle ins Visier genommen. Das war schon lange sein Traum. Aber nicht Traktoren von der Stange. Ludwigs erster moderner Traktor war gleich ein richtiger Kracher. Ein Schlüter 1500 TVL Spezial LS. Kurzum, mit 3,48 Meter der breiteste Schlepper in ganz Bayern. Wegen seiner Breitreifen verursacht er nur wenig Bodendruck. Nicht so wichtig für Ludwig, die Schlüter sind nur ein Hobby. Warum aber wieder nur ein bestimmtes Fabrikat? Schlüter hat 1973 einen Traktor gebaut mit 320 PS. Da haben die anderen erst einen 150er gebaut. Schlüter war immer die anderen voraus. Da hat der Bulldog Kini noch eins draufgesetzt. Denn es geht noch größer. Oder besser gesagt, gigantischer. 7,20 Meter lang. 3,20 Meter breit. Und 3,75 Meter hoch. Ludwigs Profi-Gigant ist Europas größter Radschlepper. Er ist momentan das Maß aller Dinge. Stolze Kosten, ein ganzes Einfamilienhaus nur für diesen einen Prototypen. Beinahe alles ist selbst konstruiert.
4000 Arbeitsstunden hat Ludwig investiert. 650 PS eines Marinemotors treiben den 20-Tonnen-Koloss an. Originalschlüter sind nur noch die Achsen und die Kabine. Aber auch die ist ordentlich aufgemotzt. Edles Wurzelholz, Leder und Alcantara wurden verbaut wie bei einer Luxuslimousine. Jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Ludwig ist ziemlich geschafft. Denn Freizeit war in den letzten Jahren für den Bulldog Kini eher ein Fremdwort. Bald wird er 50, da will er es etwas gemütlicher angehen. Ob er das wirklich schafft, bleibt abzuwarten. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.